64 Tote, mehrere Verletzte und 3 Festnahmen. Das ist die vorläufige Bilanz eines Großbrandes in einem russischen Einkaufszentrum. Im 4. Stock nahe eines Kinosaals war das Feuer am Sonntagabend ausgebrochen. Die Feuerwehr brauchte bis zum Morgen, um den Brand zu löschen. Unter den Toten sind wohl auch viele Kinder. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, heißt es. Die Such- und Rettungsmaßnahmen gehen weiter. Einsatzkräfte arbeiten momentan an 6 Stellen. Wir haben alle 5 Stockwerke des Einkaufszentrums durchsucht. Wir beseitigen weiter die Trümmer im 3. Stock und bereiten Maßnahmen vor, um an allen Orten Reste von Möbeln, Einrichtungen und zusammengebrochenen Balken wegzuräumen. Wir beseitigen alle Hindernisse. Das Shoppingcenter liegt in Kemerovo in Westsibirien, rund 3000 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt. Erst 2013 war das Einkaufszentrum eröffnet worden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Derweil kursieren Berichte und Spekulationen über mangelhaften Brandschutz. 3 Verdächtige seien in Zusammenhang mit dem Brand festgenommen worden, heißt es aus Polizeikreisen. Darunter sei auch der Direktor des Einkaufszentrums.